Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir haben den Monat September und ja, ihr seht ja jetzt die ersten von euch das Video am 1. Oktober. Und heute mache ich meine erste Maske für den Monat September und kann auch sagen, ihr müsst immer mal in die Infobox schauen, bei mir und bei den anderen Mädchen, die mitmachen, weil es ist jetzt jemand wieder Neues dazugekommen und zwar die liebe Nina Vloggt. Die hatte mich auch gefragt, ob sie nicht mitmachen dürfte und macht auch unheimlich gerne Masken. Und klar, ne, also so kann es sein, dass mal immer wieder neue dazukommen. Und das heißt aber nicht, dass jeder zum jeden Monat Anfang oder sagen wir mal die verlinkten Mädels, es kann auch mal sein, dass jemand aussetzt. So, ne? Also da müsst ihr einfach mal schauen bei den Mädchen auf dem Kanal oder bei den Damen. Genau, das nur mal so als Info, einfach mal gucken, wer dann noch so mitmacht und einfach mal überraschen lassen, ob diejenige dann zum 1. Oktober auch ein Maskenvernichtungsprojekt-Video hochgeladen hat. Gut, ich habe schon meine schicke Badehaube auf, habe meinen großen Karton mit meinen Masken und wühle jetzt. Ich möchte mich mal wieder überraschen lassen. Ich werde bestimmt auch innerhalb dieses Monats mal gezielt eine auftragen, aber jetzt möchte ich mich überraschen lassen. Und hoffe, ich ziehe eine, die ich noch nicht gemacht habe. Ein paar habe ich ja doppelt auch, aber mal gucken. So, und da habe ich, da muss ich schauen, die Balea Q10 Antifaltenmaske. Die ist ja, glaube ich, sehr bekannt und die habe ich auch schon mal irgendwann vor Monaten gemacht, aber ich glaube nicht innerhalb des Projektes. Moment, ich habe ja mein schlaues Buch, das heißt Buch, hier meinen Filofax, trage ich immer die Masken ein, die ich innerhalb der Monate schon gemacht habe. Balea Q10. Also von Balea habe ich die Glücksmomente-Maske. Nee, die habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, supi. Gut, also das ist halt eine Maske schon für etwas anspruchsvollere Haut und Antifalten soll straffen, soll die Haut pflegen mit Panthenol. Das sind ja immer zwei Anwendungen. Hier steht halt ganz schnell, Q10 hilft der Haut, neue Energie zu produzieren. Ihre Regeneration wird so aktiv unterstützt. Omega-Fettsäuren schützen die Haut vor Trockenheit. Panthenol pflegt, spendet der Haut Feuchtigkeit und fördert ihren Heilungsprozess. Das hört sich doch toll an. Und ich habe die schon mal irgendwann, ach, das ist aber schon bestimmt ein halbes Jahr her. Ich knete die jetzt mal durch hier, die erste Seite hier oben. Und dann steht hier, Gesicht habe ich übrigens schon gereinigt, gleichmäßig auftragen, Augen- und Mundpartie wieder aussparen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, die Reste mit einem weichen Kosmetiktuch entfernen, nicht abwaschen. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Naja, ich guck mal gleich, wie sich das anfühlt. Es kommt schon mal vor, dass ich eine Maske abwasche, wenn das Gefühl irgendwie mich irritiert. Aber mal schauen. Ich trage sie jetzt erstmal auf. Und ich glaube, die gibt es auch noch, ne? Das ist ja eine sehr... Ich glaube, so eine Standardmaske, halt keine limitierte. Jetzt habe ich mir eben die Hände noch eingecremt, weil im Moment habe ich so trockene Hände immer. Moment, jetzt habe ich ein Problem. Einen Moment. So. Okay, schauen wir mal. Das ist genau, das ist so eine, ja, eine ganz normale, wie so eine Creme fürs Gesicht. Der Duft ist jetzt nicht so der Burner. Riecht einfach nach Creme, würde ich sagen. Nicht stark parfümiert und ihr seht, das lässt sich doch wunderbar schnell auftragen. Ich gucke mal wieder hier nebenan in meinen Spiegel. So, ja. Im ersten Moment, wenn man die auf die Haut aufträgt, fühlt sich das sehr erfrischend an, sehr kühl. Und Feuchtigkeit kann ich im Moment gut gebrauchen. Die Tage werden kälter. Und jetzt macht man ja dann doch gerade abends, also gestern Abend fand ich es sehr kalt bei uns. Und da macht man natürlich auch schon mal die Heizung an, ne? Und durch diese Heizungsluft trocknet meine Haut auch dann, ich merke das dann immer sofort, dann braucht meine Haut, ich habe ja so eine Mischhaut, dann auch mehr Feuchtigkeit. Und die soll ja auch die Haut durchfeuchten. Das ist ganz schön viel, finde ich. Aber ihr wisst, ich nehme ja immer alles aus der Verpackung hier. So, okay. Ja, und das war doch ganz schnell. Seht ihr, das ist wie so eine Creme, so eine leichte Schicht. Vielleicht ein bisschen näher hier, weil hier gerade unterm Auge habe ich im Moment so Trockenheitsfältchen, sag ich mal, ne? So Linien. Linien hört sich netter an, wo? Okay,
Ja, dann warte ich jetzt mal 10, 15 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, die 15 Minuten sind rum und ja, also es war die ganze Zeit sehr, sehr angenehm. Es hat nichts unangenehm gejuckt, gekribbelt oder so oder gebrannt. Ja, es war schön, fühlt sich immer noch gut an und ihr seht vielleicht da, wo die Maske nicht ganz so dick aufgetragen worden ist, ja, da ist die wirklich ganz gut eingezogen und ja, dann stand hier ja, man soll die mit einem Kosmetiktuch, ich habe mir mal hier eine Box geholt und fange jetzt mal an, die abzunehmen und wie gesagt, mal gucken, wie das Gefühl hier nach ist. Entweder ich lasse es dann so oder ich wasche es mir wieder ab. Oh, sorry, das war mein Spiegel hier. Der quietscht schon mal, den muss ich, glaube ich, mal ölen. Ja, es geht, wenn ihr mal schaut. Sie lässt sich ganz gut abnehmen, oder? Ja, aber ich werde bestimmt noch ein, zwei weitere Tücher benutzen. Ja, die ist schon so ein bisschen fest geworden jetzt während der Einwirkzeit. Ich nehme mal ein neues. Es ist irgendwie so ein bisschen angetrocknet, aber ja, es fühlt sich zumindest sehr fettig an. Ja, oh ja. Naja, mal schauen. Ich lasse es jetzt erstmal, soll ja auch wirken. Ich denke mal, also ich habe immer das Gefühl, von den Balea-Masken, die ich bisher gemacht habe, schon habe ich immer ganz gut vertragen. Aber sie sind nicht so pflegend, glaube ich, wie zum Beispiel andere Masken, die ich schon gemacht habe von Lavera oder hier von, wie heißt es, Schebens. Da finde ich manche Masken dann irgendwo, habe ich danach ein etwas schöneres, entspannteres Hautgefühl. Obwohl das jetzt hier im Moment auch noch vorhanden ist. Ich habe mir noch eins genommen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alle dicken Cremereste entfernt. So. Und ich denke mal, klar, wenn man es jetzt wieder aus dem Gesicht wäscht, hat man nicht so eine schöne Wirkung, ne? Wenn ich mir jetzt hier so übers Gesicht gehe, fühlt sie sich schon noch sehr cremig an. Nicht ölig, aber so fettig cremig. Aber ja, ich lasse das jetzt erstmal so. Noch ein paar Stunden so auf dem Gesicht. Vielleicht mal, ja, heute Abend wasche ich mir eh das Gesicht. Ob ich mich heute noch schminke, weiß ich nicht. Es fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Und wenn sie jetzt noch so ein bisschen die Haut strafft mit diesem Q10, was hier steht, und Panthenol, wenn sie jetzt schön Feuchtigkeit spendet und strafft, ist das ja eine ganz tolle Sache. Und ich mag die. Ich habe die schon mal gemacht vor etlichen Monaten. Aber ja, ich habe ja jetzt hier noch eine zweite Anwendung. Die mache ich irgendwann mal zwischendurch. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, die Balea Q10 Antifaltenmaske. Ich sag mal, gut, die Jüngeren unter euch brauchen sowas jetzt noch nicht, ne? Aber so vielleicht so die älteren Zuschauer von mir, weiß ich nicht, habt ihr die schon gemacht? Ist ja eine bekannte Maske, die es, glaube ich, immer noch im Standardsortiment, meine ich, gibt, oder? Ja, gut, das war meine erste Maske, ihr Lieben. War ganz angenehm und ich würde sagen, für euch geht es gleich weiter zur Maske Nummer 2. Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zur Maske Nummer 2 für den Monat September. Und ja, ich habe meine Kiste hier schon vor meiner Nase und wühle jetzt mal blind drin rum und bin gespannt, was es für eine wird. Schauen wir mal. Ein bisschen mischen. Und ich habe eine. Oh, das ist wieder eine von Balea. Ist noch nicht ganz so lange her, wo ich die erste gemacht habe. Und zwar die Totes Meer Maske. Für unreine Haut klärend, das ist diese hier, verbesserte Rezeptur steht hier. Ich vermute mal, dass es die auch noch geben wird, so wie diese erste Maske von Balea, die Q10. Ist ja interessant. Ja, wo habe ich denn, Moment, vorsichtshalber gucke ich trotzdem mal eben in mein Heft hier, wo ich mir alle Masken notiert habe. Und nee, ich habe die Balea Glücksmomente Maske gemacht. Nee, genau. Also die habe ich noch nicht gemacht. Und ich habe im Moment ein bisschen unreine Haut. So kleine Pickel hier unten habe ich so einen kleinen. Da kann das ja nicht verkehrt sein. Die Maske soll klären und beruhigen.
Balea totes Meermaske mit Mineralien löst verhornte Hautpartikel und beugt so Unreinheiten vor. Für ein reineres, gepflegtes Hautbild und ein samtweiches Hautgefühl. Mit Aloe Vera, Kamillenextrakt. Natürliche Peelkörper aus Aprikosenkern und Bambus reinigen sanft die Haut. Okay, mein Gesicht habe ich schon gereinigt. Auftragen. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Die trockene Maske mit lauwarmem Wasser abwaschen. Okay, also die erste mit Q10 von Balea, die musste ich ja nur mit Kosmetiktüchern abnehmen und nicht abwaschen. Und hier, die Maske soll abgewaschen werden. Okay, dann knete ich mal wieder meinen Beutel hier oben durch. Ich bin gespannt. Nee, die hatte ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Tut es mehr. Okay, dann schauen wir mal. Oh, die lassen sich, die eine auch, die hat sich ganz schwer nur öffnen lassen. Tut es mehr. Da wollen wir mal gucken. Okay, ich sehe schon, das ist nichts Weißes. Oh, oh, okay. Das ist wie so ein, ja, so beigefarben. Hat eine komische Konsistenz, so bröckelig irgendwie. Naja, komm, wir klatschen uns das mal ins Gesicht. Ja, die eine Maske habe ich vor 2 Tagen erst gemacht. Aber da ich in den nächsten Tagen nicht so viel Zeit habe, dachte ich mir, mache ich jetzt gleich die zweite Maske. Ich weiß noch nicht, wie viel ich schaffe. Seht ihr das? Das ist so bröckelig. Das lässt sich nicht wie so eine Creme schön auftragen, merke ich schon. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht kleckere beim Auftragen. Ich guck mal hier. Und ja, hier sollen ja so Peelkörper drin sein aus Aprikosenkern und Bambus. Das spürt man auch. Also das ist so ein bisschen, ja, man spürt halt diese Körner. Oder ja, Peelingkörner. Okay. Ja, die ist so ein bisschen bröckelig. Riecht, ja, so ein bisschen schlamm, erdig. Aber nicht unangenehm. Ihr wisst ja, ich mag Naturkosmetik und deshalb finde ich jetzt diesen Geruch nicht schlecht. Aber die lässt sich nicht so einfach auftragen. Man sieht das, ne? Die kann man nicht so gleichmäßig auftragen. Okay, Nase. Ein bisschen habe ich noch drin. Es fühlt sich sehr kühl an im ersten Moment. Und ich denke mal, durch das mehrfache Reiben hier über die Haut entfernt man wahrscheinlich jetzt schon ein paar Hautschüppchen, könnte ich mir vorstellen. Durch diesen Peeling-Effekt, ne? Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, mein letztes Peeling liegt auch schon ein paar Tage wieder zurück. So. Ja. Hier noch ein bisschen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr die Totes Meermaske schon gemacht habt, ob ihr die kennt. Könnt ihr mir vorstellen, dass es die wirklich vielleicht noch gibt? Weil hier steht nicht drauf limitiert oder so, ne? So, Moment. Ein bisschen habe ich noch. Und dann, ja, das war's. Machen wir hier noch auf die Nase, auf die Stirn. Ja, dann verteile ich das nochmal so schön. Und dann sieht das Ganze so aus. Und ihr könnt erkennen, es lässt sich halt nicht gleichmäßig also auftragen. Und wie gesagt, hier sind so ganz kleine, feine Peelingpartikel drin. Deshalb verteile ich das jetzt einfach mal noch. Man sieht es vielleicht hier. Seht ihr diese Punkte, diese dunkleren? Ja. Okay. Ich muss sagen, jetzt im Moment, jetzt fängt es irgendwie so ein bisschen an zu kribbeln. So, ja, so ein leichtes Kribbeln spüre ich. Gerade hier unter der Nase, um die Nase herum. Es ist jetzt nicht super unangenehm. Aber irgendwie kribbelt es ein bisschen. So ganz leicht, ja. Also irgendwas ist da wahrscheinlich drin, was jetzt gerade arbeitet mit meiner Haut. So, ja gut, dann würde ich sagen, ich sehe lustig aus. Ich werde jetzt 10, 15 Minuten das Ganze einwirken lassen und dann hoffe ich, dass das Kribbeln nicht schlimmer wird. Aber das erzähle ich euch dann gleich. Bis später. So, da bin ich wieder zurück, habe mich schon mit dem Waschlappen bewaffnet. Das Ganze muss ich ja jetzt mit lauwarmem Wasser abwaschen. Und ja, während der Einwirkzeit kann ich euch sagen,
Das Kribbeln hat nicht zugenommen. Das war nur so vielleicht noch 2-3 Minuten, dieses leichte Kribbeln. Aber dann hat das nachgelassen. Und dann kam aber dieses Spannungsgefühl. Ihr seht vielleicht, die Maske ist hier teilweise sehr gut angetrocknet, hier richtig fest. Hier sieht man noch die dunklen Stellen, da ist ja noch ein bisschen feucht. Und das merkt man jetzt einfach, ne? Das ist halt so ein leichtes Spannen auf der Haut, aber nichts Unangenehmes, ne? Ja, ansonsten war alles okay soweit. Und jetzt gucken wir mal, jetzt feuchte ich mal eben nochmal den Waschlappen an. So, schauen wir mal, ob wir das gut aus dem Gesicht wieder bekommen. Schauen wir mal. Ja, ich denke mal, da muss ich mehrmals drüber gehen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das mal eben im Schnelldurchlauf. Nachgespült. Also mit dem Waschlappen habt ihr ja gesehen im Schnelldurchlauf, das ging recht gut. Jetzt habe ich einfach nur mal mit den Händen nachgespült und ja, doch, das ließ sich relativ gut entfernen und meine Haut und das Telefon geht. Einen Moment. So, da bin ich wieder. So, also. Meine Haut sieht eigentlich also nicht gerötet oder so aus. Ganz normal. Ich sehe jetzt auch nicht. Nö. Fühlt sich. Ich würde sagen, ja, nicht. Ach, wie soll ich sagen? Also, es fühlt sich jetzt. Also, auf jeden Fall brauche ich jetzt gleich eine Gesichtscreme. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wie bei der Q10 Balea Maske. Da durfte ich ja den Rest einreiben und auf der Haut lassen. Da hatte man kein Spannungsgefühl. Jetzt ist meine Haut doch, finde ich, so leicht. Nicht ausgetrocknet, aber man hat das Gefühl, man braucht jetzt, man muss die Haut noch pflegen mit oder versorgen mit einer Creme. Das werde ich auch gleich machen. Ja, aber im Großen und Ganzen ganz okay. Wenn sie jetzt, ich denke mal wirklich durch diese feinen Peelingkörner, dass die Haut Schüppchen, also dass man die Haut quasi so ein bisschen gepeelt hat auch. Und ja, war nicht schlecht. Doch, doch. Also hat mir gefallen. Ja, das war Maske Nummer 2 und dann würde ich mal sagen, geht's für euch direkt zur Maske Nummer 3. Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zur Maske Nummer 3 im Monat September. Und ja, ich habe mich schon mit meiner Haube wieder bewaffnet und würde sagen, mein Körbchen steht hier, oder meine Box vielmehr. Und ich möchte mich jetzt auch nochmal überraschen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass ich noch eine vierte schaffe für diesen Monat, hoffe ich. Und da möchte ich dann mal eine gezielt machen. Aber jetzt möchte ich mich nochmal überraschen lassen. Also greife und wühle ich durch meine dicke Box hier. Bin gespannt und habe eine. Oh, was ist das? Heieiei, das ist nicht Balea. Die letzten oder die erste und zweite war ja von Balea. Ihr seht vielleicht schon, das sieht nach Schokolade aus. Pure Smile. Chocolate Milk Essence Mask, also eine Schokoladenmilchmaske, die hat mir mal jemand, glaube ich, aus Japan, meine ich. Ich glaube, durch eine Zuschauerin bin ich an die Maske gekommen. Kollagen, Hyaluronic Acid, Vitamin E, also hier so geschrieben. Also ich vermute mal, es ist schwer, an diese Maske hier ranzukommen. Ihr seht halt schon hinten, das ist wohl, ja, nicht deutsch, das könnte japanisch sein. Mm, oh je, da ist, okay, jetzt gucke ich gerade mal. Hä? Also hier würde ich sagen, bedeutet das Gesicht reinigen, auftragen und dann abziehen? Nee. Aber hier steht 15, seht ihr das? 15 bis 20, also diese Maske kann auch 20 Minuten im Gesicht bleiben, oder ist das ein Tuch? Ich glaube, das ist ein Tuch, oder? Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt mal auf. Also, Pure Smile Schokoladenmilchmaske. Ja, schön. Ja, die hat mir mal jemand, glaube ich, aus Japan zugeschickt. Ich habe sie jetzt mal geöffnet und och, das ist ja der Hammer. Lecker.
voll nach Schokolade. Ja, das ist eine Tuchmaske. Das ist ja interessant. Hier, schaut mal. Eine Tuchmaske, die ist sehr, sehr feucht. Sieht man das hier? Die ist sehr, sehr feucht. Die glänzt hier überall. Aber die riecht lecker nach Schokolade. Aber richtig natürlich. Also richtig, richtig lecker. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die vorsichtig entpacke hier. Oh je. Aber richtig nass und feucht ist die. Aber sowas von lecker. Es gibt ja diese flüssige Schokoladenmaske von Schebens, glaube ich. Aber da riecht das hier tausendmal besser. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Aber das Auspacken, ja, jetzt habe ich es, glaube ich. So, das sieht doch mal aus nach einer Maske hier, nach einer Tuchmaske. Okay, wartet mal, hier sind jetzt diese Augenklappen. Warum muss das denn wohl so? Ich denke mal so, ne? Seht ihr das? Hier sind diese Augenklappen. Moment, ich muss noch mal gucken. Ah, ich glaube doch so rum. Egal. Also sehr, sehr feucht, sehr, sehr lecker, duftend nach Schokolade. Und jetzt, huch, ist das kalt. Ja, das ist ja immer bei den Tuchmasken. Boah, ist das kalt. Himmel, die Berge. Und jetzt, ja, machen wir uns die mal hier so, positionieren wir uns die mal. Okay. Oh, ist das ein leckerer Duft. Ich glaube, ich muss mir jetzt wirklich gleich ein Stück Schoki essen. Hier ist die Nase. Seht ihr, hier ist so ein Schlitz. Soll ich jetzt hier meine dicke Nase durchquetschen? Nee, das mache ich nicht. Das ist wahrscheinlich, ach, keine Ahnung. Diese Masken sind anders. Aus Japan anscheinend wie die Masken von Montagne Jeunesse. Also die haben hier so, ja, hier an den Augen. Das sieht auch lustig aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig rumgemacht habe. Ich drücke das jetzt mal einfach hier so an. Oh Gott. Okay. Kann ja nicht verkehrt sein. So. Ja. Also der Duft ist wirklich hammer, hammer lecker nach Schokolade. Pure Smile. Schokoladenmilchmaske mit Vitamin E. Kollagen, Hyaluron. Das kann ich halt hier lesen. Ne? Das ist jetzt hier noch so ein bisschen auf Englisch, was man entziffern kann. Aber hier diese Hieroglyphenschrift. Aber ich finde diese Tüte, die Verpackung auch total schön. Hm. Made in Korea steht hier drauf. Made in Korea. Okay. Ja, dann würde ich sagen, also es ist, ich habe eine schöne, angenehme, kühle Frische im Gesicht. Klebt auch ganz gut. Dann lasse ich das jetzt 15, 20 Minuten auf meiner Haut. Genieße den Schokoladenduft. Das ist echt der Burner. Also es riecht so intensiv nach Schoki. Und meine Haare hier, was da denn mit? Ja. Ich glaube, ich brauche jetzt auch ein Stück Schokolade. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich bin wieder zurück und habe die jetzt, ja, so 16, 17 Minuten sind jetzt vergangen. Hier hinten stand ja auch drauf, 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Jetzt kann ich natürlich hier nicht lesen und erkennen, ob man die Maske dann nochmal abwaschen muss oder wie. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Es war die ganze Zeit eine angenehme, kühle Frische in meinem Gesicht. Hat gut gehalten, diese Tuchmaske ab und zu. Hier am Kinn hat sie sich ab und zu gelöst, aber ja. Ich habe immer noch einen wunderbaren Schokoladenduft in der Nase. Ja, jetzt nehmen wir die mal ab. Also es hat auch nichts geprickelt oder gekribbelt, gar nichts. So, zack. Jo, die entsorge ich dann gleich. So, und jetzt seht ihr vielleicht, habe ich immer noch eine sehr feuchte Haut. Also die war sehr gut getränkt. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich habe hier mal so Kosmetiktücher. Ich tupfe jetzt mal so den Überschuss ein bisschen ab. So. So ein bisschen einmal drüber tupfen. Boah, ist jetzt noch so angenehm. Also richtig kühl in meinem Gesicht. Ja, na gut. Ja, und ihr seht, meine Haut ja, sieht normal aus, würde ich sagen. Ne? Also nicht gerötet, nichts. Nö. War sehr, sehr angenehm. Vor allem der Duft hat mir super gefallen. Ich habe zwar jetzt keine Schokolade gegessen, das schließe ich aber nicht aus, dass das heute noch passieren wird. Und ja, ich denke mal einfach, es ist schwierig, an so eine Maske hier ranzukommen. Ich kann mal vielleicht gucken bei Amazon oder mal googeln, weil, ja, also wenn man da dran käme, ich würde sie mir, glaube ich, ein-, zweimal noch besorgen,
weil die wirklich gut getan hat. Und meine Haut fühlt sich, ja, die spannt nicht, die ist irgendwie total, wie soll ich sagen, als wenn sie sich wirklich irgendwie mit Feuchtigkeit vollgesogen hätte. Richtig schön frisch fühle ich mich jetzt im Gesicht und ja, das war dann die Pure Smile Maske, Schokoladenmilchmaske aus Japan. War schön, hat mir sehr gut gefallen. Ihr Lieben, das war Maske Nummer 3. Und ich denke mal, ich werde wahrscheinlich jetzt nur noch eine vierte schaffen. Ja, das wird mir sonst zu knapp alles. Da kommen noch ein paar Termine und so. Aber auf jeden Fall sehen wir uns gleich nochmal wieder. Das heißt, ich würde sagen, es geht für euch direkt jetzt zur Maske Nummer 4. Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zur Maske Nummer 4 für den Monat September. Und das wird auch jetzt die letzte Maske sein, weil der Monat ist fast rum. Und ich habe mich heute gezielt für eine Maske entschieden. Die habe ich geschenkt bekommen. Das ist meine erste Maske von The Body Shop. Hatte ich noch nie eine Maske. Und die hat mir die liebe Betty geschenkt. Ja, vom Kanal Fab40Style. Die macht auch mit bei unserem Projekt. Und die hat mich ja besucht letztes Wochenende und hat mir die Maske dann mitgebracht. Und erstmal noch ganz, ganz lieben Dank, liebe Betty. Ich freue mich da jetzt riesig drauf. Das ist eine Vitamin E Moisture Mask. Also Moisture, ich glaube, das heißt Feuchtigkeitsmaske. So geschrieben. Und das ist wohl eine einmalige Anwendung. Hier ist so, was ist das? Haferkorn. Und 6 Milliliter, das ist eine einmalige Anwendung. Hinten steht jetzt ganz viel drauf, auf verschiedenen Sprachen. Das, was ich auf Deutsch gefunden habe, ist Pflegemaske. In dünner Schicht auf die gereinigte Haut auftragen, 10 Minuten einwirken lassen, Reste mit einem feuchten Tuch abnehmen oder abwaschen. Okay, gut. Eine Pflegemaske. Dann bin ich ja mal gespannt, freue ich mich drauf. Von so Body Shop, ja, ich habe keinen Body Shop in meiner Nähe. Wo geht die denn auf? Ach, hier, hier ist so eine Perforation. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf jetzt. Ja, Feuchtigkeit ist gut, aber irgendwie ist sie jetzt noch nicht offen. Was ist das denn? Nee, Moment. Muss ich mal eben meine Schere holen hier. Jetzt habe ich es geschafft. Ich glaube, die Kamera ist nicht ganz gerade. So. Ja, dann wollen wir mal gucken. Das fühlt sich... Ja, oh ja, oh. Das ist eine ziemlich, ja, helle weiße Creme. Ziemlich flüssig. Oh, wow. Und hat einen ganz, ganz angenehmen Duft. So. Erinnert mich an irgendeine Feuchtigkeitscreme. Aber ganz, ganz angenehm. Und ihr seht vielleicht, die Creme ist, wenn man die dann verteilt im Gesicht, ne, die ist nicht so deckend. Also die hat eine fast durchscheinende Konsistenz. Ist eher flüssig. Lässt sich aber ganz gut verteilen. So, warte mal, die Maske, die Haube mal etwas höher. Ah ja, ich kann euch gar nicht beschreiben, wonach die duftet. Schwierig. Aber ganz, ganz lecker. Also überhaupt nicht künstlich parfümiert oder so. Total natürlich. Oh ja. Und ich glaube, ich habe es gleich schon, oder? Ja, da ist noch ein bisschen. 10 Minuten stand da, ne? 10 Minuten habe ich gelesen. Okay. Ja, ihr seht, man sieht nicht mehr so viel von der Creme. Die wird tatsächlich fast durchsichtig. Je mehr man die jetzt so verteilt im Gesicht. Aber es fühlt sich total frisch an, nicht kalt. Aber, ach, da kommt doch noch was. Irgendwo fühlt sie sich erfrischend an. Und ja, so, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich alles hier habe. Ja, jetzt ist die Tüte leer. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr mir auch noch weitere Masken empfehlen könnt von The Body Shop. Wie gesagt, das war jetzt meine erste. Und ja, würde mich freuen, wenn jemand noch eine Empfehlung hat für mich. Dann kann ich da ja mal gucken, wenn ich mal wieder irgendwann in der Nähe bin in einem Body Shop. Es fühlt sich auch so ein bisschen gelig an. Also nicht so richtig cremig, sondern so wie so ein bisschen so eine Gel-Creme-Komposition. Gut. Ich glaube, ich habe es so gut verteilt. Und ihr seht, ja, stellenweise sieht man noch ein bisschen weiße Creme, aber die ist fast durchsichtig. Ja, sehr, sehr angenehm. Es prickelt nichts. Es ist
eine angenehme Frische in meinem Gesicht. Das lasse ich jetzt 10 Minuten einwirken und dann komme ich wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder und die 10 Minuten sind rum. Und ich kann sagen, ja, ihr seht es ja selber auch, ne? Ich sehe sehr, meine Haut sieht sehr feucht aus, sehr, oh, hier ist wieder ein Haar im, naja, egal, muss eh gleich duschen. Die Creme ist fast eingezogen irgendwo, also die Stellen, die eben noch weiß waren, hier ist noch so ein bisschen, das ist, ja, also ich glaube, meine Haut hat das richtig gebraucht, diese Feuchtigkeit. Und die ganze Zeit über war es super angenehm, also nichts Negatives gibt es zu berichten. Sie hat einen ganz angenehmen, leichten Duft. Gefällt mir richtig gut. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich nehme mal wieder hier Kosmetiktücher. Und ich meine, klar, ich wollte eigentlich heute Abend noch duschen gehen. Ja, also meine Haut ist noch richtig. Das ist eindeutig zu viel. Also so würde ich jetzt auch nicht ins Bett gehen wollen. Und da ich ja wahrscheinlich gleich duschen gehe, ist dann eh wieder was runter. Aber gut. Ja, es fühlt sich richtig schmierig an, so, aber auch kühl irgendwo. Also die ganze Zeit habe ich ein schönes, entspanntes Gefühl, richtig angenehm. So, dann können wir ja mal die Reste ein bisschen noch in die Haut einmassieren. Ja, irgendwie fühlt sich meine Haut richtig gut durchfeuchtet jetzt an. Also die hat mir wirklich, wie gesagt, war jetzt meine erste Bodyshop-Maske. Die hat mir, die werde ich im Kopf behalten. Wenn ich mal wieder in so ein Geschäft komme, dann könnte es passieren, dass ich mir die und vielleicht auch noch eine andere nachkaufen werde. Mal schauen. Ja, und ihr seht jetzt, jetzt habe ich das, also meine Haut, ja. Es kann natürlich sein gleich, dass ich, obwohl, nee, ich gehe ja eh duschen, was rede ich? Ich wollte gerade sagen, dass ich mir das runterwasche, aber beim Duschen geht dann eh wieder ein bisschen ab. Aber ich habe jetzt ein total angenehmes Hautgefühl, ja. Ja, meine Haut sieht auch nicht irritiert aus, sprich, sie hat keine Rötung. Ich finde, sieht ganz gut aus, ja. Und ja, das war jetzt die vierte Maske und da der Monat fast rum ist, möchte ich auch hiermit jetzt zur Bewertung kommen. Genau, und dann geht es im Oktober weiter. Ja, ich habe ja hier meine Box, hier bewahre ich immer meine gemachten Masken auf. Also vier Masken habe ich gemacht, ne? Und jetzt fange ich mal an, ja, mit dem letzten Platz. Ja, schwierig. Obwohl, ja, also ich mache jetzt mal einfach Folgendes. Ich setze jetzt einfach auf Platz 4 diese Balea Q10 Antifaltenmaske. Das heißt jetzt nicht, dass die grottenschlecht war, um Gottes Willen. Die war irgendwo auch gut, sie hat meine Haut gut versorgt. Aber wie gesagt, bei den Balea-Masken habe ich immer so das Gefühl, dass die nicht, dass da noch ein Schuss Pflege fehlt. Also, dass die Pflegewirkung nicht lange anhält. Und sie war ganz okay, aber das war es dann auch schon. Ja, würde ich mir jetzt auch erstmal nicht nachkaufen. Kann sogar sein, dass ich noch diese Maske in meiner Sammlung habe. Muss ich mal schauen, aber das wäre Platz 4. Auf den dritten Platz kommt die nächste Balea-Maske. Das war ja die Totes Meer-Maske. Die hat die Haut, ich fand schon, danach hatte ich eine etwas glattere Haut, weil durch diese Peeling-Partikel, das war ja diese Maske, die sich nicht so toll hat verteilen lassen auf der Haut. Ja, aber durch diese Peeling-Partikel hat die schon meine Haut geglättet, sprich die Hautschüppchen entfernt. Ja, aber weiß ich nicht. Das war es dann auch. War nicht schlecht. Und daher Platz Nummer 3. Jetzt kommen wir zur Silbermedaille. Jetzt wird es schwer. Silber. Silber setze ich jetzt mal die The Body Shop Maske. Also das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Die Vitamin E Maske, die ich gerade gemacht habe, weil die ist echt, ja, das, wie soll ich sagen, das Tragegefühl war richtig, richtig toll. Hat sich super leicht auftragen lassen, hat gut gerochen und ich fühle mich jetzt für den Moment sehr, sehr gut versorgt. Also das ist ein anderes Gefühl wie mit der Balea Q10 Maske. Das ist wirklich hier, spürt man, dass da mehr Pflege einfach drin ist, mehr Pflegekomponenten. Und daher, die hat mir sehr, sehr gut gefallen, Platz 2. Und Goldmedaille für den Monat September hat die aus Japan, die Pure Smile Schokoladenmilchmaske. Ja, ich weiß auch nicht. Ich liebe ja diese Tuchmasken. Und die hat auch,
Die hat so schön die ganze Zeit gekühlt. Der Duft war phänomenal. Ja? Jo, tschüss. Huch, da kommt der Puma. Ja, das war mein Schwiegervater. Der hat nämlich gerade Bundesliga geguckt bei mir hier oben. Was ist mit dir denn? Und Puma möchte wieder raus. Okay, so. Okay, nochmal sammeln. Gold, ja. Weil auch da hatte ich ein sehr, sehr angenehmes Hautgefühl noch danach. Und hatte einfach, ja, mehr kann man auch nicht sagen. Um längerfristig zu einem Ergebnis zu kommen, muss man solche Masken einfach mal wirklich ein und dieselbe Maske länger über längeren Zeitraum testen. Das ist ja jetzt immer so der erste Eindruck. Aber wirklich, also ich fand die sensationell gut, weil es hat auch nicht künstlich, also ich glaube hier, ja, man kann es ja nicht lesen, ist ja alles hier japanisch. Aber ich vermute mal, dass hier auch nicht so viel Chemie drin ist, hoffe ich. Ja, weil es hat sehr angenehm gerochen, Schokoladenduft, hammer, hammer toll. Ein schönes Erfrischungserlebnis durch diese kühlende Tuchmaske. Ja, das wäre meine Goldmedaille, Platz Nummer 1. Ja. Ja, ihr Lieben, falls ihr auch, ihr könnt mir ja mal euren derzeitigen Maskenliebling in die Kommentare schreiben. Das wäre schön, ich lese das ja alles immer schön durch. Und ja, wer weiß, gerade bei so Masken wie The Body Shop, wo ich noch nicht so mich auskenne, wenn da noch jemand von euch einen Tipp hat für mich und sagt, Nadine, die und die Maske ist, die finde ich klasse, dann freue ich mich natürlich darüber und guck mal demnächst danach. Also ganz lieben Dank immer für eure Bewertungen, für eure lieben Kommentare und schaut auch bei den anderen Mädels jetzt vorbei. Wie gesagt, ich verlinke euch alle, die mitmachen. Es ist aber halt nicht immer gesagt, dass alle Mädels in dem Monat September jetzt mitmachen. Also es sind immer mal wieder Ausfälle, weil nicht jeder schafft es einfach. Ne? Deshalb einfach mal da durchklicken. Und ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen und würde mal sagen, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.